Hi! In diesem Vortrag soll es darüber gehen, wie man Referate richtig hält, und zwar diesmal um die Publikumsaktivierung. Ich habe bereits ein Video darüber gemacht, dass man nicht nur reden soll. Man soll Sachen auch visualisieren, man soll eventuell irgendwelche Anschauungsmaterial rumgeben. Das heißt, irgendwie das Publikum dafür begeistern, was vorne geschieht. Entweder durch schöne Bilderchen oder halt durch Anschauungsmaterialien. Noch wichtiger ist eigentlich die Publikumsaktivierung. Das heißt, dass das Publikum selber aktiv wird. Das hinzukriegen ist meistens etwas sperrig. Das muss man sich nämlich nur mal kurz vorstellen, wenn man einen Vortrag hält und das Publikum, das interessiert sich meistens erstmal nicht so dafür, hat auch keinen Anreiz, irgendwie mitzumachen. Es geht ja letztendlich nicht um eine Note. Wenn ein Lehrer vorne steht, dann will man sich beteiligen. Es geht ja um die mündliche Mitarbeit. Aber nun, als Referent, der nicht direkt eine Note gibt, warum sollte man sich da als Gast im Publikum überhaupt irgendwie beteiligen? Hier muss man als Referent geschickt agieren. Und zunächst braucht man dementsprechend irgendwie eine Motivationsphase. Und die sollte zu Beginn des Referats stattfinden. Die Motivationsphase kann so aussehen, dass man irgendwie etwas Lustiges zeigt. Das heißt erstmal ein lustiges Video. Beispiel, wenn man ein Referat oder Photosynthese macht, dann könnte man vielleicht irgendeinen Comic einblenden. Vielleicht auch irgendwie einen lustigen Zeichentrick, wo vielleicht ein Blättchen zur Sonne geht und dann irgendwie sich mit der Sonne unterhält oder keine Ahnung, irgendwas Lustiges, wo die Leute schmunzeln müssen. Vielleicht auch irgendwelche berühmten Zeichentricks oder so einblenden, wo die Leute das irgendwas wiedererkennen. Das heißt, dass sie dafür ein Interesse auf einmal haben. Das ist ja interessant. Oder vielleicht auch einen Filmausschnitt zeigen aus irgendeinem Movie oder so. Auch das kann motivieren. Wenn man das nicht möchte, kann man das Publikum auch so motivieren, dass wenn man das Thema, beispielsweise Photosynthese, beginnt, erstmal fragt, was versteht ihr eigentlich unter Photosynthese? Einfach mal so in den Raum gestellt. Ihr müsst da gar nichts richtig sagen. Ihr könnt nämlich nichts Falsches sagen. Es ist nur so, was versteht ihr unter dem Begriff? Habt ihr den schon mal gehört? Dann werden vielleicht 2, 3 Leute etwas sagen. Das ist schon ganz gut. Wenn nicht, kann man das Ganze noch runterbrechen. Kann sagen, ja, Photosynthese hat mit Pflanzen zu tun. Wer interessiert sich denn hier für Pflanzen? Das heißt, dass man die Leute irgendwie einbindet, dass sie schon mal was machen. Sobald man nämlich einmal was gesagt hat, wird es leichter, wieder etwas zu sagen. Dementsprechend irgendwie eine Motivationsphase zu Beginn des Referats. Das kann man sogar so machen, dass man erstmal nur sagt, es geht hier um Photosynthese und nun seid ihr schon dran. Das heißt, man hat gar nicht lange geredet, die Leute hatten gar nicht Zeit, überhaupt in diesen Modus zu verfallen, wie, ja, ich bin ein Zombie, ich gucke nur zu. Das passiert nämlich sehr schnell. Ich nenne das den Zombie-Mode. Nach so ungefähr 5 Minuten sind da die Leute drin, die kriegt man da auch nicht mehr raus. Es sind dann wie lebende Tote. Man kann sie für nichts mehr begeistern. Egal, was da vorne passiert, sie gucken sich's an, finden es vielleicht interessant, aber sie machen nicht mehr mit. Deswegen in den ersten 5 Minuten eine Motivationsphase oder schon mal ein paar Leute rannehmen, dann kann man mit ihnen auch später noch arbeiten. Das kann man auch wie folgt machen. Man kann Zettelchen austeilen, schon mal so in den Raum legen, bevor das Referat beginnt. Und dann, auf einigen Zetteln steht nichts drauf und auf einigen Zetteln steht was drauf. Da muss man sich merken, auf welchen Zetteln was drauf steht. Und dann muss man die Person, die einen Zettel hat, wo man etwas draufgeschrieben hat, angucken und sagen, Sie haben vor sich einen Zettel liegen. Lesen Sie mal bitte kurz vor, was da drauf steht. Da muss man sich natürlich merken, auf welchen Platz man diesen Zettel gelegt hat. Und später kann man diese Zettel dann auch nutzen, damit man sagen kann, ja, Sie können sich übrigens Notizen auf Ihren Zettel schreiben oder auch Fragen, wenn Sie die noch nicht sofort stellen wollen, können Sie dann zum Schluss stellen. Das heißt, dann hat dieser Zettel auch noch einen Zweck. Mehr als einfach nur das, was da drauf steht. Das, was da drauf steht, könnte so eine Einleitung sein. Beispielsweise ein Zitat von Einstein oder so zur, keine Ahnung, zur Wissenschaft allgemein oder zum Frieden oder was auch immer, je nachdem, worüber man gerade ein Referat halt hält. Dann kann man schon mal wenigstens 1 Person oder 2, 3 Personen schon mal direkt integrieren.
Das ist dann nicht abgesprochen. Man weiß auch nicht, ob die Leute besonders gut lesen können oder nicht. Kann sein, dass man sich da vielleicht sogar ein bisschen verstolpert und dann natürlich die Leute da sehr rumhaspeln. Aber dann kann man das auch sehr gut umgehen, wenn nämlich die Person vorgelesen hat, man hat sie nun aktiviert, kann man dann nur mit Beamer beispielsweise dieses Zitat nochmal an die Wand werfen, sodass jeder es selber nochmal nachlesen kann. So rettet man sich dann aus der Misere, dass vielleicht eine Person schlecht vorgelesen hat. Aber so ein Einstieg ist schon mal ganz nett. Da sind die Leute dabei. Dann wissen die auch, oh, ich könnte plötzlich drangenommen werden. Dann verfallen die nicht in den Zombie-Mode. Publikumsaktivierung kann man auch wie folgt noch durchführen. Man kann Zettelchen verteilen auf jeden Platz. Sagen wir mal einen roten, einen gelben und einen grünen Zettel. Und wenn da am Ende das Referat vorbei ist, kann man noch mal Fragen über das Referat stellen. Die Leute müssen sagen, richtig, falsch oder kann man so gar nicht sagen. Das heißt, man zeigt später Fragen, beispielsweise ein Referat über Neandertaler wurde gehalten und dann, der Neandertaler ist ausgestorben und dann müssen sie den roten, den grünen oder den gelben Zettel zeigen. Grün für, ja, die Aussage ist richtig, der Neandertaler ist ausgestorben. Rot für, nein, der Neandertaler ist nicht ausgestorben. Und gelb für, naja, das ist eigentlich nicht so richtig. Und dann kann man die Leute fragen, warum ist das denn nicht so richtig? Und dann wird vielleicht einer sagen, weil der Neandertaler sich mit den Menschen irgendwie gepaart hat und letztendlich immer noch Neandertaler-Gene in uns weiterleben. Das heißt, ganz ausgestorben ist er nicht. Solange wie wir leben, lebt auch noch der Neandertaler. So könnte man das Ganze dann aufziehen. Das wäre dann Publikumsaktivierung am Schluss. Aber warum sollte man das tun am Schluss? Ganz einfach, da nehmen die Leute so Quintessenzen mit. Sie werden nochmal gefragt, ob sie sich das gemerkt haben, was im Referat gesagt wurde. Das heißt, sie resümieren am Ende nochmal. Sie haben erstmal alles nur reingetrichtert bekommen und am Ende überlegen sie nochmal und merken sich natürlich dann das auch, weil sie ja überlegt haben. Das ist dann wunderbar. Natürlich kann man auch zwischenzeitlich immer mal wieder sowas einwerfen wie, was sagt ihr denn dazu? Oder was versteht ihr denn darunter? Wenn man so neue Begriffe einführt oder so, dann klappt das ganz gut. Oder habt ihr dazu eine Meinung? Zwischendurch nochmal so eine Publikumsaktivierung, wenn man ein sehr langes Referat hält. Wenn man so eine Stunde redet, eine Stunde einfach nur zuhören, ist öde. Das heißt, vielleicht nach 20 Minuten nochmal so kurz, wenn so ein neues Unterthema kommt, nochmal aktivieren. Was versteht ihr denn darunter? Irgendwelche schönen, leichten Fragen stellen, so dass die Leute dabei sind. Da hat man auch etwas Interaktives. Das heißt, die Leute fühlen sich als Teil des Ganzen. Die sagen dann auch vielleicht, wenn sie etwas anders verstanden haben oder wenn, letztendlich, das ist immer sehr interessant, sie eine andere Meinung haben. Wenn sie schon mal eine andere wissenschaftliche Abhandlung gelesen haben oder gehört haben oder ein anderes Referat gehört haben, wo das Ganze genau anders gesagt wurde. Dann sieht man nämlich, was Leute manchmal denken, und dann kann man darauf eingehen. Dann kann man sich auch als Wissenschaftler bzw. Referent selber profilieren, indem man sagt, ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber da hat sich mein Kollege vielleicht geirrt, wenn er das so und so gesagt hat. Oder man kann auch selber sagen, oh, das ist aber ein interessanter Aspekt. Ich werde mich mal damit näher befassen. Vielleicht liege auch ich falsch. Aber ich lasse Ihnen gerne später eine Mail zukommen. Bitte schreiben Sie mir Ihre Mailadresse auf. Ich teile Ihnen dann letztendlich mit, ob sie richtig liegen, ob mein Kollege richtig lag oder ob vielleicht ich richtig liege. Das ist auch immer ganz nett. Das heißt, so Connections über das Referat hinaus treffen. Das ist, macht in der Uni manchmal ganz schön viel Sinn, wenn man da vor einem relativ großen Auditorium sitzt, wo Leute sind, die man gar nicht kennt und auf einmal mal mit Leuten in Kontakt kommt, die einen ein bisschen kritisieren. Das sind manchmal sehr gebildete Leute. Da lohnt sich manchmal der Kontakt, auch wenn man ihn weiter aufrechterhält. Das ist immer ganz nett so. Social Networking. Auch das gehört zu Referaten dazu und kann mit der Publikumsaktivierung einhergehen. Dementsprechend ist die Publikumsaktivierung ein wichtiger Faktor, den man in Referate einbinden sollte. Wie man das Ganze macht, das ist jedem selbst überlassen. Einige Tipps habe ich nun gegeben. Man kann auch in einem Mathe-Referat, nachdem man etwas erklärt hat zu 10 Minuten, eine Beispielaufgabe machen und dann mal rechnen lassen. Und dann so Ergebnisse abfragen. Man muss da nicht direkt jemanden dran nehmen, der es vorrechnet. Man kann vielleicht so Multiple-Choice-mäßig das Ganze aufziehen. Das heißt, 4 Ergebnisse an die Wand werfen mit einem Beamer oder dran schreiben und dann fragen, wer hat das, wer hat das, wer hat das, wer hat das. Da sind die Leute aktiv geworden. Sie haben versucht, das Wissen anzuwenden, was sie gelernt haben. Das ist super.
Weil gerade in Mathe ist es so, die Leute lernen was, im Kurzzeitgedächtnis wird es abgespeichert, vielleicht im Arbeitsgedächtnis, aber spätestens am Abend, wenn das Referat vorbei ist, ist es weg. Weil sie haben es nicht angewandt. Mathe ist etwas, das muss man angewandt haben, damit es auch im Gedächtnis bleibt. Bei ganz vielen anderen Wissenschaftsdisziplinen ist das ähnlich. Chemie, Physik, Informatik, besonders Informatik. Dementsprechend ist die Publikumsaktivierung, damit das Ganze letztendlich vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen wird, unheimlich wichtig, denn das sollte von jedem Referent das Ziel sein. Das bedeutet, dass die Zuhörer das Ganze auch behalten, sich nicht nur bedudeln lassen und gut ist. Und wenn auch der Prüfer merkt, dass man als Referent ganz gut ist, dann kriegt man auch eine gute Note. Ich kenne das ja, man muss in der Universität häufiger mal Vorträge halten. Und wenn man da gute Vorträge hält, da hat man auch die Chance auf einen guten Bachelorplatz oder einen guten Masterplatz, vielleicht sogar später auf eine Dissertation und so weiter. Das heißt, Referate halten, damit kann man sich selber präsentieren. Damit kann man zeigen, was man kann und was man drauf hat. Und wenn man so eine Publikumsaktivierung macht, dann sind die Leute dabei. Dann wirkt das Ganze unglaublich gut und flüssig. Dazu muss man allerdings sich auch von seinen Notizen auch mal ablassen können. Das heißt, nicht nur an die Notizen binden und sagen, da steht hier aber so und so. Und jetzt bin ich aus der Zeitplanung raus. Das heißt, ein bisschen locker planen. Wenn man mal 2 Minuten länger braucht, braucht man mal 2 Minuten länger, dann kürzt man woanders weg. Publikumsaktivierung hat viel auch mit Zeitgefühl zu tun. Und das darf man letztendlich nie vergessen. Das heißt, vielleicht auch einen kleinen Wecker irgendwo hinstellen, der immer digital anzeigt, wie viel Zeit vergangen ist, damit man letztendlich in der Zeit bleibt. Nicht zu lange und nicht zu kurz was hat. So kann man auch, wenn man merkt, am Ende ist noch relativ viel Zeit, kann man durch eine geschickte Publikumsaktivierung das Ganze in die Länge zögern. Dann wirkt man auf jeden Fall nicht so, als hätte man zu kurz geplant und hätte man zu wenig präsentiert. Deswegen Publikumsaktivierung eine super Sache, auch um zeitlich im Rahmen zu bleiben. Denn wenn man keine Publikumsaktivierung macht, kann es sein, dass man sehr, sehr schnell manchmal durch ist und sich dann denkt, das war ein bisschen kurz und das ist ärgerlich. Denn dann wird auch der Prüfer, wenn man in einer Prüfungssituation ist, einem nicht sehr wohlgesonnen sein, weil man hätte ja noch so viel mehr erzählen können. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass alle interessierten Zuschauer die Publikumsaktivierung in ihren Referaten auch irgendwie einbinden werden und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.